Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personentrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Kreatin. Warum Kreatin? Ganz einfach. Ich habe natürlich auch einen Shop, Nahrungsergänzungsmittel-Shop. Da erlebe ich das immer wieder. Ich habe natürlich auch viele Nachrichten, die ich bekomme. Ich habe Kreatin genommen, habe 3 Kilo, 4 Kilo zugenommen innerhalb von 2-3 Wochen. Ich fühle mich echt gut, es fühlt sich gut an. Und das ist echt ein geiles Präparat, weil ich nämlich in der kurzen Zeit Menge Muskelmasse zugenommen, was ich vielleicht nicht zugenommen habe. Ich würde mit den Personen gerne dann mal 12 Wochen später sprechen, beziehungsweise vielleicht dann auch 6 Wochen bis 8 Wochen nach dem Absetzen des Kreatins, ob dann die Freude immer noch so groß ist, ja, ich habe mit Kreatin Muskelmasse zugenommen. In der Regel ist es nämlich nicht so. Und warum ist es nicht so? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich bei mir im Laden, da kommen ja auch ganz sehr junge Menschen, 16, 17, ich brauche Kreatin. Dann sage ich, du brauchst Kreatin, okay, das ist eine gute Idee. Wie lange trainierst du schon? Ich habe gerade angefangen. Dann sage ich, du brauchst Kreatin, du hast gerade angefangen. Okay, wie schaut dein Ernährungsverhalten aus? Wie isst du? Was? Wie isst du? Kommt so ein fragender Blick. Was will der von mir? Ich esse doch morgen schon meine Kellogg's Cornflakes. Ich esse doch schon in der Schulpause ein Pausenbrötchen. Ein Weizenbrötchen belegt mit einem bisschen Butter und mit Käse. Und nachmittags esse ich eine Pizza. Und abends esse ich das, was es gibt. Ja, was gibt es denn abends? Weiß nicht, weil das, was es halt abends so gibt. Sage, okay, also, jetzt wird es schon ein bisschen schwierig. Kreatin, Einsteiger ins Krafttraining, Kreatin. Und von der Ernährung so ist völlig normal strukturiert, beziehungsweise eher so das Motto, ich habe körperlich nichts zu tun, meine Sportart ist Häkeln und Monopoly. So wird gegessen. Meint ihr nicht auch, dass dann das Thema Kreatin erstmal nach hinten angeschoben werden sollte? Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Erstmal sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr Trainingserfahrung mit sich bringen, weil bei Kreatin ist es schon möglich, dass die Kraft relativ schnell steigert. Und dann ist es natürlich so, dass beim Trainingsanfänger die ganzen Stabilisatoren und die ganzen passiven Gelenksanteile, Gewebeanteile, sind noch gar nicht dieser Kraft gewachsen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man erst überhaupt mal grundsätzlich einsteigt, sich dann erstmal Gedanken über eine sinnvolle, sportorientierte und zielorientierte Ernährung macht, dass das einmal so einigermaßen passt. Man muss es ja nicht übertreiben. Man könnte auch da so ein oder anderen Videoclip anschauen von einem gewissen Mr. T. Oh, mein Auge zuckt. Ja, und danach dann könnte man irgendwann auch mal zum Thema Kreatin übersteigen, wenn es denn soweit ist. Und jetzt nochmal was dazu zum Thema, ich habe in 2-3 Wochen 5 Kilo zugenommen, 3 Kilo zugenommen mit Kreatin. Nein, es ist keine Muskelmasse, ich muss dich jetzt enttäuschen, mein Lieber. Es ist keine Muskelmasse, komm her, ich nehme dich in den Arm, pass auf, es ist keine Muskelmasse, weil man so schnell keine Muskelmasse zunehmen kann. Es hat was mit Wasser zu tun. Du hast eine Wassereinlagerung, eine gewaltige Wassereinlagerung, was völlig normal ist, was beim einen oder anderen Kreatin eben in größeren oder kleineren Mengen völlig normal ist. Dein Kreatin wird natürlich auch gebunkert. Dadurch hast du natürlich auch eine größere Wassereinlagerung in deiner Zelle. In deiner Zelle, wo sich das Kreatin befindet. Und das hat mit einer aktiven Muskelsubstanz nichts zu tun. Sondern hauptsächlich schaffe ich es natürlich auch mit Kreatin, die Belastungsgewichte zu erhöhen. Das heißt, ich mache Bankdrücken und schaffe dann innerhalb dieses Zykluses, wo ich Kreatin zuführe, anstatt 60 Kilo, 8 Wiederholungen, schaffe ich auf einmal 70 Kilo. Gleiche Wiederholungszahl. Somit habe ich einen höheren Reiz. Wenn jetzt dazu auch die nötigen Nährstoffe kommen, um diesen dann höher entstandenen Reiz zu kompensieren, indem dann mehr Proteine zugeführt werden, dann wächst der Muskel auch. Aber nur dann, nur weil ich alleine Kreatin nehme und trainieren gehe, wird es schwierig. Beim einen oder anderen vielleicht ein bisschen, aber never 3, 4 oder 5 Kilo. Das war's zum Thema Muskelzuwachs und Kreatin.